Ja, wir kommen in die heiße Phase der Motorradneuheiten 2020, denn nach der Rocket 3 präsentiert Triumph heute auch die neue Street Triple RS für 2020. Ja, die Street Triple RS, da muss man schon sagen, in der Pressemitteilung merkt man schon, dass Triumph sehr stolz darauf ist, in der Moto 2 gerade mitzufahren, weil gefühlt in jedem Absatz schreibt es zweimal, ja, Moto 2, der Motor ist in der Street Triple RS drinnen. Aber man muss ihnen halt auch recht geben, wenn man heute an den Motor rankommen will, muss man sich eigentlich die Street Triple RS kaufen. Klar, es gibt die Daytona 765 in der Limited Edition, Moto 2 Limited Edition, aber die ist eben auf 765 Stück limitiert für Europa und 765 Stück für Amerika. Also ist eigentlich die Street Triple RS der einzige Weg. Und die haben es jetzt eben für 2020 überarbeitet. Natürlich am auffälligsten ist einmal die Optik. Da wurde dieser insektoide Scheinwerfer noch ein bisschen verschärft, noch ein bisschen kantiger gemacht. Ich meine, ich weiß, damals, als 2012 die Street Triple überarbeitet wurde und der Scheinwerfer das erste Mal kam, gab es einen großen Aufschrei, weil früher hatten wir den runden Scheinwerfer, jetzt werden wir immer kantiger, immer eckiger. Aber ich finde, sie ist ihrer Linie treu geblieben. Und da würde es mich auch interessieren, schreibt es immer in die Kommentare, seht ihr das genauso wie ich? Denkt ihr auch, ja, das schaut gut aus, es ist ein Street Triple. Oder meint ihr doch eher, na, früher die 2007er, die mit den runden Scheinwerfern, das war die letzte richtige Street Triple? Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich interessieren. Aber schauen wir uns eben jetzt die neue Street Triple an für 2020. Wie schon gesagt, Scheinwerfer überarbeitet, auch die ganze Optik hat ein leichtes Refreshment bekommen. Also die Bikini-Verkleidung vorne wurde ein bisschen kantiger, auch das gesamte Bodywork auf der Seite, am Heck, wurde alles ein bisschen schärfer. Wobei ich muss echt sagen, da muss man wahrscheinlich ein echter Street Triple Fan sein, damit man da alle Änderungen erkennt. Also ich habe mir wirklich die Bilder nebeneinander hinlegen müssen, damit ich sehe, ah, das ist neu, das ist neu. Deswegen würde ich auch allgemein sagen, ist die neue Street Triple eher ein Facelift-Modell als ein komplett neues Modell. Denn auch am Motor wurde zwar eines gemacht, es wurde für Euro 5 umgerüstet, aber die Leistungsdaten sind noch ziemlich ähnlich. Und zwar, das Drehmoment wurde leicht angehebt, um 2 Newtonmeter, um genau zu sein. Aber Triumph meint, sie haben die Leistungsentfaltung vor allem in der Mitte deutlich verstärkt, um 9%, um genau zu sein. Auch die PS-Leistung ist gleich geblieben bei 123 PS, bei 11.750 Umdrehungen. Wie haben sie das gemacht? Naja, es wurde halt im Inneren des Motors einiges überarbeitet. Also wir haben eine neue Auslassnockenwelle, die Kurbelwelle wurde überarbeitet, Kupplung, Ausgleichswelle, wurde alles ein bisschen verstärkt, alles ein bisschen verbessert. Auch die Drosselklappe soll jetzt schneller reagieren. Wir haben hier natürlich Ride-by-Wire, 5 Fahrmodi. Also es soll jetzt alles nochmal ein bisschen schärfer, ein bisschen besser ansprechen als bei der alten Street Triple S. Sind wir schon sehr gespannt, weil die alte Street Triple S ist ja hier im 1000 PS Büro immer ein willkommener Gast. Also wir fahren damit ja am Track Day, wir fahren damit auf Tour. Das ist ein wirklich großartiges Motorrad gewesen. Und das sollte jetzt eben nochmal besser werden. 5 Fahrmodi habe ich ja bereits angesprochen. Wir haben Straße, Regen, Sport, Track und einen selbst einstellbaren Fahrmodus, da kann man das sich dann selber konfigurieren. Im Regenmodus wird die Leistung auf 100 PS gedrosselt, also ist man ein bisschen safer unterwegs, wenn es mal richtig schier wird. Und die Street Triple S hat halt ihren Vorteil, die ist für die Rennstrecke bereit. Deswegen kommt sie noch immer serienmäßig mit dem Quickshifter Up and Down, das ist ja wirklich eine Erleichterung auf der Rennstrecke. Traktionskontrolle und ABS lassen sich frei einstellen, also man kann sie auch ausschalten auf der Rennstrecke. Aber trotzdem bleiben die Serviceintervalle gleich, das ist ja auch immer sehr interessant. Wie oft muss ich zur Werkstatt? Na, 10.000 Kilometer oder einmal im Jahr. Sprich, man kann ordentlich um und um heizen, Touren fahren, Rennstrecke, ohne dass da wirklich eine Alltagstauglichkeit beeinflusst wird. Wenn wir schon bei der Rennstrecke sind, kommen wir auch gleich zum Fahrwerk und den Bremsen. Da haben wir in der Front eine 41 mm Big Piston Fork von Showa drinnen mit 115 mm Federweg. Im Heck finden wir ein STX 40 Zentralfederbein von Öhlins, also mächtige Komponenten, natürlich voll einstellbar. Und auch die Bremsen, das sind der Brembo M50 Radial Vierkolben Monobremsblock Sattel in der Front, natürlich mit Doppelscheibenbremsen. Die sollten für ordentlich Verzögerung sorgen. Und als Serienbereifung sind wir auch schon sehr sportlich dabei. Da ist nämlich drauf der Pirelli Diablo Supercorsa SP. Also ich denke, wenn wir nächstes Jahr vielleicht einen Tester wieder bekommen, werden wir das sicherlich wieder mal am Trackday ausführen. Und wir werden sie sogar sehr bald fahren. Und zwar am Mittwoch fliegt der Fauli nach Spanien und wird es da über 2 Tage, glaube ich, testen. Da können Sie dann mit dem Video Anfang nächster Woche rechnen. Testbericht und Bilder findet Sie natürlich dann schon Ende der Woche bis Wochenende, sage ich mal, auf 1000 PS.
Zuletzt gab es noch im Display eine leichte Überarbeitung. Ich habe schon gesagt, es ist eher ein Facelift-Modell, also wurde da auch ein bisschen was gemacht, aber nicht zu viel. Also das Display, das kann man jetzt in 4 verschiedenen Stilen einstellen und auf verschiedene Hintergrundfarben wählen, dass man sich da selber ein bisschen spielen kann, dass die Triumph Street Triple S auf den eigenen Geschmack zugeschnitten wird. Und auch finde ich sehr praktisch ist, dass man den Blickwinkel und die Neigung vom Display verändern kann. Also je nach Körpergröße, weil das ist ja allein bei uns im Büro schon sehr unterschiedlich zum Teil, kann man sich das dann einstellen, damit es dann wirklich für einen passt. Vor allem, wenn dann die Sonne mal drauf scheint, hoffe ich, dass man das während der Fahrt leicht ändern kann, sodass man, selbst wenn man die Sonne im Rücken hat, immer noch super ablesen kann. Zum Schluss noch Preis und Verfügbarkeit. Wie schauen wir da aus? Also ab Dezember 2019 steht die Triumph Street Triple RS beim Händler. In Deutschland liegen wir bei 11.850 Euro, zuzüglich 450 Euro Nebenkosten. In Österreich müssen wir 13.900 Euro zahlen. Da sind dann aber schon alle Steuern wie die Nova dabei. Und für die Schweiz, da haben wir noch keine Daten, aber wenn wir die Infos haben, dann schreiben wir es in den Bericht. Der Bericht ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, soviel zu neuen Triumph Street Triple S. Ihr merkt, es hat sich ein bisschen was getan, aber nicht zu viel. Auch in der Optik leichte Veränderungen, aber nicht zu viel. Also ich denke, die Hardcore Street Triple S Fans werden immer noch eine Freude mit ihr haben. Ja, wir fahren, wie schon gesagt, Mittwoch, Donnerstag. Da wird sich eine Freude dann sicherlich über einen Facebook-Livestream melden, damit ihr schon mal die ersten Eindrücke von der Street Triple S erfahren könnt. Und ja, bis dahin, schaut euch die Bilder an. Alle sind unten in der Beschreibung auf 1000 PS. Ja, sonst schreibt es mal drunter, was haltet ihr von der Street Triple S? Gefällt euch die Optik? Seid ihr doch eher bei der alten dabei? Würde mich interessieren, schreibt es mal drunter. Natürlich abonniert den Kanal, damit ihr keine Neuheiten mehr verpasst. Jetzt geht's los, jetzt kommen bald die ganzen Messen. Also all die Neuheiten findet ihr natürlich dann hier auf YouTube und auf 1000 PS. Also abonnieren, liken und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!